Jedes Jahr im Februar wird Berlin zur Metropole des internationalen Films. Die Berlinale zieht Stars und Sternchen aus dem Showbiz genauso an wie zigtausende Filmenthusiasten aus der ganzen Welt. Das Filmfest an der Spree gilt als das publikumsstärkste. Mecklenburg-Vorpommern nutzte die Berlinale für einen eigenen Aufschlag. Auf einem Filmempfang in der Ständigen Vertretung des Landes in Berlin verkündete der Chef der Staatskanzlei die neuen Leitlinien der wirtschaftlich-kulturellen Filmförderung des Landes. Für uns ist es wichtig, dass Geschichten, filmische Geschichten aus dem Land erzählt werden, dass die Menschen mit ihrer Geschichte, mit ihrer Historie der letzten 30 Jahre, aber auch anknüpfend an die DDR-Zeit, wirklich auch mit der großen Filmtradition Ostdeutschlands, mit der DEFA-Tradition daran anzuknüpfen und wieder Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch diesem ostdeutschen Erbe angemessen sind. Die 3 Millionen Euro in 2020 und 4 Millionen Euro in 2021 sollen von einer neuen, landeseigenen MV-Filmförderung GmbH verwaltet werden. Sie vergibt die Mittel für Filmkunstfeste, die Förderung von Programmkinos und Gelder zur Unterstützung von Filmprojekten, die in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden. Die professionellen Filmemacher im Land verbinden große Hoffnungen mit den Landesmitteln. Jahrelang haben sie sich für neue Förderung eingesetzt. Naja, man muss ganz klar sagen, die Bedingungen, wirklich professionellen Kinofilm zu machen, waren denkbar schlecht. Wenn man weiß, dass auch ein Dokumentarfilm heutzutage fürs Kino zwischen 250 und 500.000 Euro kostet. Und wir hatten vorher eine Filmförderung von 215.000 fürs ganze Jahr, fürs ganze Land. Da weiß man, wo wir standen. Ne? Und wir haben jetzt endlich die Chance, dass wir so eine Grundfinanzierung bekommen, dass wir auch an dem Bundesprogramm teilhaben können. Mein Opa war hier auf der Werft gewesen. Ein anderer Opa auch. Wow. So, man sagt, ich arbeite auf dem Werft, das ist schon was. Dieter Schumann hat Mecklenburg-Vorpommern wahre Filmmonumente hinterlassen. Sie beschreiben eindringlich den Transformationsprozess der Nachwendejahre aus der menschlichen Perspektive, wie zum Beispiel im Film Wardans Welt von 2011. Das ging los, als Acker an die Börse gegangen ist. Ne, diese Werften zu Stück Papieren gemacht wurden, ne, und wie sie dann von Hand zu Hand gereicht wurden. Und wir konnten eigentlich nur zugucken. Ich habe ja immer noch vor, einen Film zu machen zum Thema Mensch und Meer. Ne? Also die Beziehung Mensch und Meer als Essay-Film. Das ist so mein ewiger Traum, den ich schon seit 21 Jahren so habe. Der Geschäftsführer der Filmland aus Schwerin gehört zu den maßgeblichen Akteuren für eine neue Filmförderung in Mecklenburg-Vorpommern. Das Filmkunstfest MV verwandelt Schwerin für einige Tage in eine bunte, jugendliche Stadt und zeigt die Wirkung, die gut gemachter Film entfalten kann. Dadurch, dass die Filmförderung jetzt erstmalig mit einem Regionaleffekt verbunden wird, bedeutet das, dass jeder Fördereuro auch wieder im Land ausgegeben werden muss. Wenn ich 500.000 Euro Förderung bekomme, müssen die auch im Land Mecklenburg-Vorpommern wieder ausgegeben werden. Und das bedeutet, dass wir damit finanzielle Anreize schaffen für Unternehmen in der Postproduktion, in der Produktion, Castingagenturen und so weiter und so fort, sich bei uns im Bundesland anzusiedeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Habt ihr euch einmal gefragt, wer das sein könnte, der Kali so zugerichtet hat? Und den Siggi? Und wer die Schnur im Garten des Doktors gespannt hat und die Scheune angezündet? Nein? Mit der wirtschaftlich-kulturellen Filmförderung möchte sich die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern als Filmland neu positionieren. Der Film Das Weiße Band von 2009 wurde zwar in Mecklenburg-Vorpommern gedreht, hat international Lorbeeren eingesammelt und war sogar für einen Oscar nominiert. Aber kaum weiß jemand, wo dieser Film eigentlich gedreht wurde.
Das soll sich jetzt ändern. Die wirtschaftlich-kulturelle Filmförderung bringt das Land endlich zurück. Nicht nur auf die Kinoleinwände oder Bildschirme in Deutschland und der Welt. Auch die Szene der Filmemacher im Land wird gestärkt und kann endlich wieder den Anschluss an die professionelle Filmemacherszene suchen. Und wer weiß, vielleicht gibt es auf einer der nächsten Berlinalen wieder Wettbewerbsbeiträge, nicht nur gedreht in Mecklenburg-Vorpommern, sondern von Filmemachern aus Mecklenburg-Vorpommern.